Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 5. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben hier in die Zukunft geschaut, beziehungsweise gesehen gehabt, in der Kristallkugel, um was es überhaupt geht, warum Morag, der Zauberer, das Schloss verkleinert und entführt hat. Das lag einfach daran, es ist der Bruder von Manaman und der will Alexander dazu zwingen, die Verwandlung von Manaman, den haben wir ja in King's Quest 3 in eine Katze verwandelt, rückgängig zu machen. Nur weiß Alexander nicht, wie das geht und ja, die Kacke ist am Dampfen. Die ganzen Leute, Grahams Frau, sein Sohn, seine Tochter und alle, die im Schloss waren, sollen als Katzenfutter enden. Na gut, nicht besonders toll. So, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben dieses Amulett gekriegt, das einen vor Zauber schützen soll. Jetzt habe ich mir überlegt, ansehen, an der Lampe reiben. Vielleicht sind wir dann immun gegen den Shins Geist und kommen nicht in die Flasche rein. Dann habe ich mir überlegt gehabt, vielleicht können wir diese Flasche auch irgendwie in der Stadt gegen was umtauschen oder eintauschen. Oder, was ich mir auch überlegt habe, wir gehen in diese Taverne rein und geben den Banditen, die dort sind, die Flasche. Damit sollen die sich mit dem Genie rumärgern. Vielleicht funktioniert das ja. Okay, das geht jedenfalls nicht. Das Amulett beginnt schwach zu glühen, während es Grain über seinen Kopf zieht. Er schiebt es unter seine Jacke, um es vor neugierigen Blicken zu verdecken. Tja, das war auf jeden Fall schon mal gut. Okay, hier machen wir noch einen Quicksave, weil das hat Punkte, glaube ich, gegeben. Das heißt, das ist auf jeden Fall gut. 43 von 260, alles klar. Was passiert, wenn wir jetzt an der Flasche reiben? Sind wir jetzt dagegen geschützt? Sieht nicht danach aus. Nein, also das Amulett schützt nicht vor Genie-Magie. War aber ein Versuch wert. So. Oh, was ist das für ein Grafikfehler? Naja, ich hoffe, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Was haben wir jetzt sonst noch zu tun? Das ist eine gute Frage. Was machen wir mit der Flasche? Ich würde sagen, wir probieren mal aus, was wir da gesagt haben. Was? Ist das ein neuer Tanzgram? Ist das vielleicht dieser Lambada? Was war das jetzt? Wegen den Ameisen wahrscheinlich. Ah. Können wir mit der Lampe hier was machen? Ich glaub's nicht, dass der die Lampe haben will. Ja, okay. Wie war das nochmal? Ach, genau. Da oben war ja auch noch die Hexe. Können wir mit der Hexe vielleicht was machen mit der Lampe? Konnten wir was machen, wenn die Hexe auftaucht? Ich weiß es nicht mehr, ob wir dann noch reagieren konnten, dass wir dann an der Lampe reiben. Nee, da können wir auch nichts machen. Da drin können wir eigentlich auch nichts mehr machen. Also, beziehungsweise ich glaube nicht, dass da was zu machen ist. Ah. Was haben wir noch aufgeschrieben? Ja. Oh. Habt ihr gesehen? Dieses Ding, wie schnell das jetzt ging. Was ich jetzt gemacht habe, oder besser gesagt nicht gemacht habe. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, das vorzulesen, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, was wir als nächstes machen. Jetzt sind wir schon wieder in einer Sackgasse. Und ich darf nochmal laden. Das war eine Sackgasse, in der wir jetzt reingeraten sind.
Kommt ihr von alleine oder ist es zufällig? Wir müssen nämlich da auf jeden Fall die Maus retten. Die Frage ist, warum kommt die jetzt nicht mehr? Ist es nur zufällig, wann die kommt? Ah. Mist, dass ich da nicht reagiert habe, aber das ging alles so schnell. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, den Text zu lesen. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell die Maus da gefangen worden ist. Vielleicht müssen wir auch einfach den Bildschirm hier verlassen. Ah, ich kann da nichts machen. Also das habe ich auch gelesen gehabt, dass man diese Maus retten muss. Aber ich konnte ja nichts machen. Hoppala. Stiefel. Ich muss bestimmt den Stiefel schmeißen. Und da ich hier nichts richtig auswählen konnte, beziehungsweise vielleicht hätte ich auch noch das Inventar aussuchen können. Probieren wir es nochmal. Und ich denke, es ist tatsächlich so, wenn wir hier ein bestimmtes Ding hier rausgehen, kommt die. Genau. Ja, genau. Ich kann noch was auswählen. So. Oh, danke, mein Herr. Sie haben mein Leben gerettet. Meine Kinder und ich werden das nie vergessen. Vielleicht kann ich Ihnen einmal helfen. Oh, ich höre meine Kinder rufen. Auf Wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Es kann sein, dass diese Sequenz auch erst kommt, wenn man den Stiefel hat. Wenn man den Stiefel nicht hat, nicht gefunden hat, kommt diese Sequenz nicht. Das heißt, man ist auch wieder in einer Sackgasse später, weil man wahrscheinlich ja nicht mehr zurückkommt, um diese Sequenz nochmal zu holen. Oder besser gesagt, um das zu holen. Und dann haben wir ein Problem. Und wenn man nicht schnell genug reagiert oder denkt, es ist einfach jetzt, keine Ahnung, es gehört einfach so dazu, hat man auch ein Problem. Auch Sackgasse wieder. Da ist man so schnell in der Sackgasse drin. Also, ganz ehrlich, hätte ich nicht mal gelesen gehabt, das mit dieser Maus, dass man die retten muss. Ich hätte es jetzt für nicht vollgenommen. Oder ich hätte gedacht, es kommt jedes Mal wieder. Aber soweit ich weiß, kommt es nicht wieder. So. Wir hatten drei Geschäfte hier. Spielwarengeschäft. Schustergeschäft. Die Schneiderei. Können wir jetzt hier irgendwas machen mit dieser Wunderlampe? Speichern wir lieber mal. Will jemand eine Wunderlampe? Nein. Nein. Deckt nicht mal die Materialkosten. Honig war aber wahrscheinlich auch nicht. Was war denn das hier? Ach, das war dieser Zauberstab. Okay, dann können wir hier nichts machen. Ich hätte ja gesagt, in der Schusterei können wir vielleicht was machen für den Schuh. Achso, die hatten ja nur einen einzigen. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Willst du eine Wunderlampe haben? Wohl auch nicht. Das hatten wir schon.
Das hat bestimmt irgendwas mit den Zwergen zu tun, weil da ist ja auch einer, wo das Kind mit so einer Puppe spielt. Die zwei sind bestimmt irgendwie miteinander verknüpft. Genau, das waren ja die armen Leute. Können wir hier was machen? Honigwabe? Naja, gut. Dann war es das auch, ja. In der Stadt können wir anscheinend nichts machen. Dann gehen wir doch mal nochmal zur Hexe. Vielleicht können wir mit der Wunderlampe und der Hexe was machen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das genau war. Konnte man, wenn die Hexe aufgetaucht ist, irgendwas noch reagieren? So wie mit dem Schuh, dass wir den Schuh geworfen haben, dass wir wenigstens mit der Lampe was machen können. Dass quasi der Ginny, das ist mein Gedanke jetzt, dass der Ginny die Hexe einsperrt in die Lampe. Es wäre eine Möglichkeit. Die Idee gefällt mir ganz gut. Dann werden nicht wir eingesperrt, sondern die Hexe. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Und dann können wir vielleicht das Herz finden. Oder du? Das vertreibt die Schlange nicht. Dann können wir die Hexe vertreiben, wegmachen. Können wahrscheinlich das Herz von der Prinzessin finden und sie wieder zu Leben erwecken. Also nicht zum Leben erwecken, aber wieder zum Mensch verwandeln. Ja, ich hätte vielleicht das noch speichern sollen. Ich speichere hier. Hier ist es ja noch gar kein Problem mit der Hexe. Noch nicht, jedenfalls. Das muss ich jetzt mal schauen. Wie war das nochmal? Graham ist erleichtert. Es scheint, als ob das Amulett von Madame Mushka mächtiger als der Zauber der Hexe ist. Gut, dass wir das Amulett haben, das habe ich jetzt gar nicht gedacht gehabt. Das schützt uns ja auch vor diesen Zaubern. So, haha. Sehr schön. Von all den schrecklichen Hexen, die Graham in seinem Leben gesehen hat, ist diese die Nummer 1. Was machst du in meinem Wald, junger Mann? Weißt du nicht, dass hier kein Zutritt ist? Oh, ich wusste nicht, dass das ein privater Wald ist. Gehört er Ihnen? Natürlich gehört er mir, ganz allein. Was hast du mit meiner Zauberkraft gemacht? Ich glaube nicht, dass sie etwas an das was angeht. Sagen Sie mir, wie finde ich wieder aus dem Wald heraus? Das sage ich dir bestimmt nicht. Du tust mir leid, aber von nun an bist du mein Gefangener. Das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir. Die hässliche alte Hexe murmelt etwas in sich hinein, weigert sich aber weiter mit Graham zu sprechen. Ja, diesmal ist die Hexe viel früher aufgetaucht. An das Amulett habe ich echt nicht gedacht. Ach klar, das schützt uns vor Magie. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das schützt uns nur vor Mordaks Magie. Dass wir das später brauchen. Aber die Hexe hat ja auch... Ha! Gut, dass wir das ausprobiert haben. Willst du eine Lampe haben? Ja, das geht. Meine Idee hat anscheinend auch funktioniert. Was ist das? Endlich frei. Jetzt wirst du die nächsten 500 Jahre in dieser Flasche verbringen. Meine Idee mit der Lampe hat doch geklappt. Ha! Sehr schön. Gut, die alte Hexe wird man in diesem Wald lange nicht mehr sehen. Aber wie komme ich nun aus diesem feuchteinflößenden Wald wieder heraus? Wir gehen einfach da wieder zurück, wo wir gewesen sind. Oder ist das jetzt auch irgendwie eine Sackgasse? Wir schauen uns erstmal weiter um. Eigentlich ist die Hexe erst hier erschienen. Wir brauchen ja auch noch das Herz. Eine große steinartige Kreatur blockiert den Weg nach Westen.
Nee, okay. Hier können wir anscheinend nichts machen. Dann gehen wir mal hier weiter. Heiß. Das ist das Hexenhaus anscheinend. Eine große, grobe, unförmig gebaute Konstruktion, welche eine Art Haus darzustellen versucht, liegt hier verloren, umgeben von einer heißen und sehr tiefen Spalt. Ein rauchendes, feuerspeiende Spalt. Eine rauchende, feuerspeiende Spalte umgibt das seltsame kleine Haus. Der Pfad scheint sich in der Nähe dieses seltsamen Gebäudes in nichts aufzulösen. Wenn wir jetzt hier nach Süden gehen, ach tatsächlich, es geht weiter nach Süden hier. Dann kommen wir da raus. Ja, alles klar. Geht es dann auch hier weiter nach Osten? Also da, wo wir eben runtergegangen sind, da müsste es eigentlich... Okay. Also hier geht es tatsächlich noch einiges hin und her. Okay, dann haben wir hier das Hexenhaus anscheinend. Da geht es noch weiter. Da ist versperrt. Muss kurz was schauen. Nicht, dass da irgendwas doch schief läuft. Wenn wir jetzt hier runtergehen. Das ist doch da, wo wir vorher gewesen sind. Wenn wir jetzt hier... Hallo, wo bist du? Wenn wir jetzt hier weitergehen, müssten wir doch wieder zum Ausgang kommen, richtig? Nein. Wir kommen tatsächlich nicht mehr aus dem Wald heraus. Ach du heilige Scheiße. Wir sind tatsächlich ja gefangen. Ja, genau, das war eigentlich der Weg, wo ich eigentlich dachte, wo das Ding gewesen wäre. Okay, wir sind tatsächlich im Wald gefangen, wir kommen nicht raus, der Ausgang ist versperrt. Das heißt, wir waren jetzt eigentlich überall. Wir sind im Hexenhaus und das hier, da müssen wir uns noch weiter genauer umschauen. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwie was vergessen, sodass wir gar nicht mehr hier rauskommen. Aber wir werden sehen. Ein glitschig aussehender Pfad führt zum Waldboden, zum Stamm eines großen, unförmigen Baumes. Im Gegensatz zu den anderen Bäumen dieses grausigen Waldes, ist in diesen seltsamen Baum eine kleine Türe eingebaut worden. Eine grob bearbeitete Türe, die in den Strunk dieses großen, verdreht gewachsenen Baumes eingearbeitet wurde, erweckt Grahams Aufmerksamkeit. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Und das Hexenhaus haben wir noch und den Gang weiter nach Westen, wo versperrt ist. Graham zerrt an der Türe den Baum, aber diese ist sicher verschlossen. Aber wir können auch nicht miteinander reden. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich ein Schloss. Naja, da brauchen wir ein Schloss, einen Schlüssel natürlich, meine ich. Ich würde sagen, dann gehen wir mal ins Hexenhaus rein. Was anderes haben wir jetzt anscheinend auch nicht, was wir hier machen können. Hier brauchen wir also... kommen wir hier nicht drüber? Ach, ich muss wahrscheinlich darüber gehen. So rumgehen. Ich
wie gesagt, ich hoffe, wir sind jetzt nicht in einer Sackgasse gelangt. Aber noch sieht's ja ganz gut aus. Was werden wir wohl in dieser Hütte finden? Die Türe des Hexenhauses ist verzaubert und kann nicht geöffnet werden. Verwende Grismans Zauberstab, um den Zauber zu brechen. C. Grisman vielleicht? R. I. S. P. Es geht auch nicht. Wir brauchen 4 Buchstaben. Wahrscheinlich sind diese Symbole mit Buchstaben. Ach nee, das ist das Kopierschutz. Ach. Ja, natürlich. Der Kopierschutz ist ja klar. An den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht gehabt, dass es ja in den Spielen einen Kopierschutz gibt. Na gut, ich wollte eigentlich jetzt schon Schluss machen, aber... Naja, ich wollte eigentlich vor dem Haus schon Schluss machen, als er dahin gelaufen ist. Naja gut, jetzt machen wir halt weiter. Das ist H. Das ist E, wenn ich es richtig sehe. Dieses Symbol... finde ich nicht. Ah doch, da ist es. Das ist P. Und das hier. Ist D. Der Kopierschutz. So, wir sind in der Hexenhütte. Aber was wir da drin finden werden, ja, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.